Der Game Gear. Segas Antwort auf Nintendos Game Boy. Auf dem Papier ist der klobrigere Handheld dem Konkurrenten weit überlegen. Ihr spielt hier nicht nur monochrom, sondern in Farbe. Mit Hintergrundbeleuchtung. Da hat Nintendo lange gebraucht, um das auch umzusetzen. Jedoch setzte sich das System nie wirklich durch und kam nicht einmal annähernd an die Popularität des Game Boys heran. Zu Recht? In diesem Video gebe ich euch einen kleinen Überblick über das Startjahr des Game Gears 1991. In Japan gab es das System wie immer schon etwas früher als bei uns 1990. Bei uns erschien es dann ein Jahr später 1991. Die unverbindliche Preisempfehlung lag dabei bei 299 D-Mark, was inflationsbereinigt heute ungefähr 256 Euro sind. Das war schon ein riesiger Nachteil im Vergleich zum Game Boy, der kostete nämlich ungefähr nur die Hälfte. Großer Vorteil war natürlich jedoch der beleuchtete Farbbildschirm, welcher klar überlegen war und 4096 Farben mit einer Auflösung von 160x144 Bildpunkten darstellen konnte. Überlegen war dadurch jedoch auch der Stromverbrauch. Ganze 6 Batterien schluckte der Game Gear und diese hielten auch nur ungefähr 5 Stunden durch. Hier wurde also bessere Technik gegen Stromverbrauch getauscht. Für ein Handheld vielleicht nicht gerade die beste Entscheidung. Auch sonst war der Game Gear klobiger mit seinen Maßen von 20x11x3,4 cm und einem Gewicht von ungefähr 400 Gramm. Das System hatte also einige Vor-, aber auch klare Nachteile. Aber kommen wir zu den wichtigsten. Welche Spiele erschienen im Launchjahr? Die Liste folgt keiner bestimmten Sortierung. Der Game Boy hatte Tetris und der Game Gear hatte Columns. Auch dieses Spiel war gleich mit in dem Paket und ist wahrscheinlich die erste Spielerfahrung der meisten Leute. In diesem klassischen Tetris-artigen Puzzlespiel müsst ihr farbige Blöcke geschickt kombinieren, damit sie verschwinden. Pengo ist einer dieser alten Spielhallenumsetzungen. Ihr steuert einen kleinen süßen Pinguin durch Eislabyrinthe und müsst euch gegen Gegner verteidigen. Das tut ihr ganz einfach, indem ihr sie mit Eisblöcken beschießt. Das alkaline Spielprinzip wurde hier gut portiert. Dieser Titel war mal ausnahmsweise nur für den Game Gear entwickelt worden. Das muss aber nichts heißen. Herausgekommen ist ein mittelmäßiger Plattformer, in dem ihr einen kleinen Elefanten steuert. Der gute alte Spielhallenklassiker Paperboy wird hier sehr gut umgesetzt. Ihr steuert einen Zeitungsjungen und eure Aufgabe ist es, Zeitung auszutragen. Dazu werft ihr die Druckerzeugnisse in Briefkästen und müsst allerlei Gefahren ausweichen. Yep. Es ist Golf auf dem Game Gear. Und noch mehr Golf. The Chess Master war damals gefühlt eine ziemlich große Sache. Zumindest habe ich diese großen Werbeanzeigen mit diesem markanten Gesicht im Kopf. Natürlich musste es das Spiel auch auf den Game Gear geben und, es ist Schach. Überraschung!
Ein Action-Plattformer zu dem bekannten Kinofilm aus den 80ern. Er folgt grob der Handlung des Filmes, ist aber einfach nur frustrierend schwer. Immerhin ist die Technik recht ordentlich geraten. Crystal Warriors ist ein wunderbares Strategierollenspiel mit rundenweisen Kämpfen. Ihr bewegt eure Einheit mit dem Steuerkreuz über die Karte und wenn ihr auf einen Gegner trefft, kommt es natürlich zu einem Kampf. Ein sehr schönes, empfehlenswertes Spiel. Überraschung, es ist ein Puzzlespiel. Die Level gehen immer nur über einen Bildschirm und ihr müsst immer zur Hollen Dame gelangen. Leider versperren euch diverse Blöcke und Gegner den Weg, aber zum Glück könnt ihr die einfach kaputt hauen. Da die Steine jedoch immer nachrutschen, müsst ihr hier überlegt vorgehen. In diesem farbenfrohen Action-Puzzler steuert ihr ein kleines gelbes Wesen und eure Aufgabe ist dabei relativ einfach. Färbt die blauen Bodenplatten in pink um. Das tut ihr einfach, indem ihr darüber läuft. Natürlich ist das Ganze nicht so einfach, wie es klingt, da es verschiedene Gegner und Hindernisse zu überlisten gibt. Naja, was erwartet ihr bei diesem Titel? Es ist eine Variante vom Kartenspiel Solitaire. Ja, da gibt es auch fast nichts mehr dazu zu sagen. Ex-Battler spielt im Golden Axe-Universum, hat aber mit der Brawler-Gameplay-Technik nichts zu tun. Es ist nämlich ein Rollenspiel, welches ein wenig an Zelda 2 erinnert. Ihr lauft auf einer Karte herum und wenn ihr auf einen Gegner trefft, wechselt das Spiel in die seitliche Perspektive. Hier solltet ihr auf jeden Fall mal reinspielen. Castle of Illusion ist auf dem Master System einer dieser großen, guten Disney-Plattformer. Wie viele Master System-Spiele wurde es auch auf den Game Gear portiert und macht auch da eine gute Figur. In diesem Spiel steuert ihr Mickey durch die verschiedenen abwechslungsreichen Level. Der Village nimmt sich an dem guten alten Breakout-Prinzip an und unterzieht es gekonnt einer Frischzellenkur. Die Level bewegen sich mit und ihr habt verschiedene Varianten mit eurem Paddel umzugehen und bewegt so die Kugel schon mal nicht klassisch von unten nach oben, sondern seitwärts. Durchaus mal einen Blick wert. Ein wunderbares Shoot'em'up mit einer knallbunten Optik und einem herrlichen Gegnerdesign. Natürlich bietet es auch die üblichen Genre-Features wie aufrüstbare Waffen und so weiter. Hier solltet ihr auf jeden Fall mal reinspielen. Ein Kampfjet-Simulator aus der Ego-Perspektive auf den Game Gear. Klingt technisch nicht so wirklich machbar, oder? War es anscheinend auch nicht. Thank you.
Seltsamer Name, aber durchaus solides Spiel. In diesem Shoot'em'up steuert ihr klassisch euer Raumschiff von unten nach oben und ballert auf alles, was sich bewegt. Ja, American Football halt. Und noch ein sehr guter Disney-Plattformer. Hier scheut ihr aber nicht Mickey, sondern Donald durch die abwechslungsreichen Level. Hier könnt ihr ohne Zögern zugreifen. Hier wird euch genau das geboten, was ihr erwartet. Ein Ninja Gaiden Spiel auf dem Handheld. In diesem kniffligen Action-Plattformer senzt ihr euch als Ninja durch die Level. Die Vorlage wurde auf jeden Fall gut umgesetzt. In diesem Plattformer nutzt er die Kraft von verschiedenen Elementen. Ist gerade keine Plattform zum Hochspringen da? Der Eiszauber kann euch da Abhilfe schaffen. Das Spiel ist durchaus einen Blick wert. Noch ein Golfspiel, wobei das hier ist etwas anders. Irgendwie fühlt sich es etwas an, als ob Marble Madness mit dem Ballsport kombiniert wurde, da ihr den Ball auf kleinen Hindernisparcours ins Ziel befördern muss. Quasi Minigolf auf Steroiden. Eine weitere sehr gute Umsetzung eines Sega-Klassikers. Ihr steuert eine Ninja und müsst eure Kumpanen befreien. Diese geben euch dann jeweils eine besondere magische Fähigkeit, indem ihr einfach on the fly zu ihnen wechselt. Ein sehr schöner Action-Plattformer. Was Mario für Nintendo ist, ist Sonic für Sega. Also muss es natürlich auch einen Plattformer mit dem blauen Igel zum Launchjahr geben. Durchaus solide umgesetzt und auch beim Geschwindigkeitsgefühl gibt es kaum Einbußen. Und noch eine Spielhallenkonvertierung eines alten Sega-Klassikers. Aus der Rückenperspektive steuert ihr eure Spielfigur fliegend oder laufend durch die Level und ballert auf alles, was sich bewegt. Die 3D-artigen Level sind für die Verhältnisse des Systems sehr schön technisch umgesetzt worden und es macht einfach nur Spaß, durch die Level zu schweben. Hier erwartet euch eine Breakout-Variante. Im Prinzip wird hier nur etwas im Detail etwas anders gemacht. Es macht aber durchaus für eine Weile Spaß.
Dragon Crystal ist ein ganz klassisches Roguelike, das sich sehr auf die Basics beschränkt. Zum Kämpfen bewegt ihr euch einfach gegen den Gegner und außerdem könnt ihr auch diverse Sachen einsammeln, die euch auf eurer Reise helfen. Kein Meisterwerk, aber solide. Das hier ist ein netter Action-Puzzler. In jedem Level gibt es immer Fließbänder mit verschiedenen Weichen. Eure Aufgabe ist es nun sicher, die so zu stellen, dass die Gegenstände sicher vom Anfang bis zum Ziel geraten. Dabei müsst ihr euch gegen Fließdinger wehren, Weichen richtig stellen und falsche Gegenstände aussortieren. Galaga ist einer dieser alten Shoot'em-Up-Serien. Auch dieses Spiel wurde gut auf den Handheld portiert und macht auch dort eine gute Figur. Besonderheit ist hier nicht, dass ihr seitwärts schießt, sondern von unten nach oben spielt. Natürlich gibt es auch diverse Waffen-Upgrades. Fans des Genres können hier auf jeden Fall mal einen Blick riskieren. Autorun ist eine dieser großen Sega-Arcade-Marken und es wurde auf alles portiert, was ging. Das Gameplay muss hier natürlich etwas heruntergedampft werden, aber auch auf dem Game Gear macht es viel Spaß. Alles läuft jederzeit flüssig und das Spielgefühl wird gut portiert. Natürlich muss es auch ein Fußballspiel geben. Das ist hier recht solide, aber eben ein Kind seiner Zeit. Ihr steuert hier aus der Draufsicht ähnlich wie Sensible Soccer. Allgemein ist der Sport recht solide umgesetzt, aber natürlich nichts Besonderes. Ich weiß, bei dem Namen ist es eine riesige Überraschung, aber euch erwartet hier ein Formel 1 Rennspiel. Das ist sehr gut umgesetzt, aus der Rückenperspektive steuert ihr euren Bolin über verschiedene Fantasiestrecken und versucht die möglichst beste Zeit zu fahren. Zu der Zeit durfte es kein Sega-System ohne einen Wonderboy geben. Auch dieser kleine halbnackte Kerl hat seinen Ursprung in den Spielhallen. In diesen Action-Plattformen steuert ihr ihn laufen und teilweise sogar skaten durch die Level. Das war der Game Gear und seine Spiele im Launcher 1991. Ich hoffe, euch hat mein Jahresrückblick gefallen. Welche Spiele interessieren euch? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Abo oder ein Like freuen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.